Putzibärchens und ping erstmal. So, heute gucken wir uns mal oder hören wir uns mal Hauen an. Hauen. H-R-A-U-N. Hauen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe ja immer so meine Probleme mit Bandnamen aussprechen, wenn die nicht irgendwie Englisch sind. Naja, auf jeden Fall hat der Maisel mir seine ganze Scheiße hier geschickt, ne? Und wer den Kanal aufmerksam verfolgt, der wird festgestellt haben, dieser Mensch spielt noch in anderen Bands. Unter anderem in The Witch's Dreams. Erschienen bei... ich überkau mich nicht. Ich kann mir das nie merken. For those who forgot to chose to pose. Irgendwas mit Pose Records. So ein ewig langer Name irgendwie. Habe ich ein Vinyl-Review von gemacht. Super geile Band, super schön. Und der hat 3 Millionen Bands irgendwie. Hat der zu viel Zeit? Ich weiß es nicht. Wir hören auf jeden Fall mal in Hauen rein. Black Molten Essence heißt das Album, ja. Gucken wir mal, was uns da erwartet, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Mal gucken, was haben wir denn hier? Kein Intro. Es geht direkt rein. Das finde ich ja, heutzutage finde ich das ja schon eigentlich außergewöhnlich, ne? Eine Band ohne Intro gibt es ja fast gar nicht. Okay. Was ist dieses? Bei Hauen hätte ich jetzt gedacht, das ist so Black Metal oder irgendwie so ein Zeugs. Aber das ist jetzt okay, stampfend. Oh. Diese Gitarre im Hintergrund, dieses... Das hat was von Pestilence, finde ich. Und auch von Cynic. Aber dafür ist es zu langsam irgendwie. Und dazu dann so Clean Vocals. So ein bisschen wie... nee, stimmt gar nicht. Angel in the Dark River. So wie hier My Dying Bride. Ist das so ein bisschen dieses... Hier, ich glaube, wie hieß dieser Song noch? Songless Bird oder so? Und jetzt wird gegrunzt oder gekeift. Ist er wieder sehr verkopft, ne? Da hat er ja ein Faible für, der Kollege. Der mag das, wenn das verkopft ist. Jetzt ist hier, toll, jetzt ist er auf der Linse hier, schön Dreck. Live geputzt für euch. Ich habe heute auch wieder mein Blackland-T-Shirt an. Welch Wunder. Das mag aber daran liegen, dass ich das Unboxing von Blackland, das Insignium-Review und das Hauen-Review an einem Tag gemacht habe. Finde ich aber irgendwie geil, weil das sowas kann ich nicht so greifen. Und was ich nicht greifen kann, ist grundsätzlich erst immer mal geil. Aber gesanglich müsste noch ein bisschen was kommen. Da müsste noch so ein ja. Ja, so ein Climax. Jetzt komm, spritz ab. Ist denn eine Mischung aus so akustischem Scheiß und stampfend? Vielleicht, wir hören mal einfach hier in einen weiteren Song rein. 7 Songs hat das Ganze. Hör mal rein, was gefällt mir denn am Titel? In the pouring rain I lie. In the pouring rain I lie. Ja. Machen wir mal Ping und lassen das mal auf uns wirken, ne? Wir zusammen, also ihr mit mir jetzt. Ping. Ich finde, gesanglich könnte man nur eine Schippe drauflegen. Das ist das Gekeife, tralala, das ist gut, solide und so, aber da könnte jetzt noch eine Schippe drauf kommen.
Es hat aber sehr viel von My Dying Bride, finde ich. Also so alte My Dying Bride vor allen Dingen. Ich denke da immer an Angel in the Dark River. So, wir müssen mal, die haben ja, also jetzt sind ja ewig lange Songs, ne? Oh, das finde ich gut. Das ist so gemütliche Headbang-Musik, ne? Schade, dass es das nie auf Platte gibt. Es gibt eine CD, aber leider keine. Und ja, das ist schön. Aber das ist jetzt natürlich auch sehr unpassende Jahreszeit, in der ich das höre. Das ist so Herbstmusik. Das ist so schöne Herbstmusik. Komm, wir hören mal hier Take Back the Light. Hören wir uns auch nochmal an. Ja, ist alles sehr getragen. Sehr, so wie so ein Auto, ne? Was nicht so erst so anspringt und dann fährt es aber auch nur 30. Okay. Ey, ich bleib dabei. Gesanglich wäre da noch mehr gegangen. Aber produktionstechnisch ist das schon mal wieder richtig gut. Auch von den Ideen her, von den musikalischen Ideen, von der Gitarre, Schlagzeug etc. pp. Ist das gut? Gefällt mir echt gut, ja. Aber wie gesagt, der Gesang, ja, dann ist es ja immer so, ne? Viele Bands stehen und fallen mit dem Gesang. Oh, sowas mehr. So schöne, langgezogene, flächige Vocals. Das. Ja, genau so muss das sein. Bitte die ganze Zeit. Das ist großartig. Schöne, langgezogene, flächige Vocals, die mehr wie so ein Keyboard wirken. Oder so ein Keyboard-Ersatz. Also als sozusagen fünftes, sechstes Instrument in der Musik. Das finde ich großartig und schön. Aber kommt zur falschen Jahreszeit, Jungs. Also, das wäre jetzt so Musik für den Herbst, ne? Hören wir nochmal in den letzten Song rein. Through the River Black. Okay. Ja, es fängt auch immer ein ähnlicher Auftakt, ne? Also bis auf das erste, wie jetzt hier mit diesen Stroke-Gitarren, die nicht ganz clean sind, wo viel so. Was ist das für eine. Oh ja, oh, was habe ich gesagt? Ich nehme alles zurück. Jetzt wird geballert. Jetzt wird die Fresse poliert. Da bin ich gespannt, ob man da auch clean Gesang drüber packen kann. Das ist jetzt interessant zu hören. Machen wir weiter. Nee, sie entscheiden sich für das Gegrunze, was ich erwartet habe, aber das wäre jetzt lustig gewesen, wenn da cleaner Gesang drüber gewesen wäre. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr vielschichtig. Wir skippen nochmal hier in die Mitte. Nö, das scheint ein Geballersong zu sein. Nee, jetzt geht's nochmal langsam. Kommt so ein eigenartiger Groove rein. Da steckt auf jeden Fall viel Gehirnschmalz dahinter. Also die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel dabei gedacht, um die Songs auszufeilen. Das hört man direkt, Also ich find's gut. Ich würde es mir sogar auf Platte tatsächlich kaufen. Weil ich mich damit beschäftigen möchte. Weil das ist so Musik, damit möchte ich mich beschäftigen. Da möchte ich mich hier auf meine Couch setzen. Schnauze halten, Augen zu und einfach mal so laufen lassen und so sacken lassen. Das ist halt immer schwer bei meinen hier, keine Ahnung wie lange das geht, 10 Minuten Reviews irgendwie da reinzuhören und mein Geschwurbel abzugeben. Da kann man das nicht so auf sich wirken lassen. Bei einer XY Grindcore Band ist das einfach. Ja, ist Grindcore. Ja, und jetzt weiter. Tschüss. Das ist herausfordernder vom Hören her, was aber eine gute Sache ist. Platte, das ist so eine Art Black Metal My Dying Bride, finde ich. Pink.
was soll ich großartig schwurbeln? Ich habe den Namen bestimmt schon tausendmal wieder falsch ausgesprochen. Deswegen hört euch mal Raun an. Oder Raun, wie alle Raune vielleicht. Vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht. Das Album Black Molten Essence. Hört es euch einfach mal an. Ich sage einfach mal, zu viel Internet ist ungesund. Zu viel Musik, vor allen Dingen nicht, wenn sie so fordernd ist, ist niemals genug. Lasst euch mal fordern, gebt euch die Jungs und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Ping und jetzt abschalten.